Es ist endlich soweit, Freunde. Wir bekommen wieder ultra krasse Angebote. Also wirklich unnormal kranke Angebote. Wenn ihr gespannt seid, welche das sind. Und wenn ihr das cool findet, dass ich euch diese Angebote eher zeige, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Denn so könnt ihr euch perfekt auf diese Angebote vorbereiten. Denn ich kann euch so viel sagen, es wird auf jeden Fall ein neues Glücksrad geben. Das ist ja schon eine sehr, sehr coole Sache. Und ja, es ist ein Glücksrad, was sich wahrscheinlich sogar viele gewünscht haben. Zumindest habe ich euch ja einmal in einem der letzten Videos gefragt, was für ein Skin ihr euch wünschen würdet. Und das, was man in diesem Glücksrad bekommen kann, das ist auf jeden Fall ein Skin. Das haben viele kommentiert. Dementsprechend glaube ich schon, dass da die Freude auf jeden Fall groß sein wird, wenn ihr gleich seht, was für ein Skin ich meine. Ansonsten gibt es auch noch so ein paar andere Angebote, die auch ganz cool sind. Unter anderem Skins, die durch das Update dazugekommen sind. Und ja, die werden wir auf jeden Fall auch durch neue Angebote kaufen können. Aber was das genau ist, erfahrt ihr auf jeden Fall alles in diesem Video. Ansonsten gibt es auch noch momentan einige Angebote, die man so in StumbleGuys kaufen kann. Es gibt auch ein Angebot, wo ich mir so denke, boah, krass. Voll Scam, also viel zu teuer meiner Meinung nach, aber das werde ich euch auch alles nach der Runde zeigen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir auch heute nochmal im Video Rush Hour spielen können, aber wir bekommen jetzt erstmal im Halbfinale Spin Go Round. Ich muss nämlich sagen, ja, dieses eine Angebot, was momentan im Shop ist, das ist viel, viel, viel zu teuer. Also keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Ich habe auch erstmal überlegt, ob die sich vielleicht irgendwie vertippt haben, weil mir das einfach viel zu teuer vorkam. Es geht, also ich werde euch auch gleich erklären, warum es meiner Meinung nach viel zu teuer ist. Aber wie gesagt, dafür bleibt auf jeden Fall noch also bis zum Ende des Videos dran. Es lohnt sich. Ansonsten ist auf jeden Fall an diesem Wochenende, Freunde, übrigens kein Stream angesagt. Also diese Woche Sonntag ist kein Stream. Das schaffe ich leider zeitlich nicht. Also für all die Leute, die sich wundern, ob jetzt morgen ein Livestream ist oder so. Nein, leider nicht. Aber nächste Woche Sonntag wird wieder ein Livestream sein. Beziehungsweise nächste Woche wird wieder ein Livestream sein. Ich denke mal Sonntag wie immer. Aber ja, morgen schaffe ich das leider zeitlich nicht. Also Sonntag, das müsste der 29.01. sein. Ist leider kein Livestream. Und wir bekommen kein Rush Hour. Stattdessen bekommen wir Lava Rush. Hat auch was mit Rush zu tun, ist aber trotzdem irgendwie was komplett anderes. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier mit diesem wunderschönen Influencer-Spezialskin hier auch irgendwas reißen können. Und wir haben auf jeden Fall schon mal einen ganz cleanen Start hier erwischt. Okay, Alter, wir haben einen ganz guten Run. Wir haben einen echt guten Run. Da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen aktuell. So, wenn wir jetzt hier sogar noch die Abkürzung schaffen, dann wäre auf jeden Fall perfekt. So, ja, wir schaffen sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, dieser andere ESL-Spieler ist hier heute einfach mal am Start. Das ist, glaube ich, sogar schon der 310. Win. Oh, sollen wir eklig sein? Leute, wir sind eklig. Wir sind eklig. Oh mein Gott. Wir stecken uns jetzt hier hinter und warten ab, bis da irgendein Spieler kommt. Oh mein Gott, der Arme. Wer kommt da? Oh mein Gott, ich gucke jetzt mal nach. Ich gucke jetzt mal nach. Da kommt ein Spieler, er ist voller Freude, denkt sich, oh, ja, den Win, ich hab ihn, ich hab ihn. Und dann komme ich einfach und laufe durchs Ziel. Oh mein Gott, dafür komme ich in die Hölle, Freunde. Aber es musste sein, es musste einfach mal sein. Ich denke mal, der will sich jetzt ein bisschen ärgern. Gut, stellt euch mal vor, das wäre sein erster Win gewesen. Okay, Leute, tut mir leid. So, wie dem auch sei, wir sehen auf jeden Fall, einen Win haben wir geholt. 310 Wins haben wir. Schauen wir kurz in den Shop rein, der aktuell vorhanden ist. Denn hier haben wir nämlich dieses zeitlich begrenzte Angebot. Läuft noch 4 Tage. Ist einmal eine Banane. Also nur ein Bananen-Emote. Oder warte mal. Ist das das Spezial-Emote? Dass wir die Banane werfen können? Weil das wäre natürlich eine andere Sache. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, okay, ist das jetzt hier nur so ein Emote? Dass wir die Bananen... Ah, das wird wahrscheinlich das Bananen-Spezial-Emote sein. Okay, dann nehme ich das zurück. Ich dachte nämlich, das wäre einfach ein Emote wie zum Beispiel dieses hier. Dass wir einfach so ein RIP-Emote oder so eine Banane über den Kopf haben. Das ist aber tatsächlich, dass wir die Bananen werfen können. Meiner Meinung nach ist 20 Euro trotzdem zu viel dafür.
Ich finde, so 10 Euro hätte gereicht. Aber gut, so viel dazu. Habe ich mich trotzdem vertan. Ansonsten haben wir momentan noch diesen Athena-Skin für 3 Euro im Shop. Mit Kronen, mit noch so einem Wink-Emote. Eine Selfie-Animation, okay? Ja, wenn man den Skin nicht hat, ist es auch okay. Für 3 Euro kann man sich den gönnen. Dreifachen Wert ist auf jeden Fall okay. Das sind hier noch alle Angebote, die aktuell verfügbar sind. Wechseln wir jetzt aber mal zum Test-Shop-Account. Okay, Freunde, hier ist der Pet aus der Zukunft. Also das Video hier oder diesen Teil hier nehme ich jetzt ein paar Tage später auf. Beziehungsweise einen Tag später auf, denn gestern hat es nicht funktioniert. Aber jetzt gehen wir einfach mal in den Shop rein. Und was haben wir jetzt im Test-Server-Shop alles so am Start? Das zeige ich euch jetzt. Freunde, wir sehen auf jeden Fall, wir haben hier einmal das Bananen-Spezial-Emote am Start. Das habe ich ja schon gesagt, das ist nichts Neues. Gehen wir mal weiter, dann sehen wir schon, oh mein Gott, wir bekommen für 10 Euro 3125 Gems. Das heißt, wenn ihr euch Gems kaufen möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall warten. Aber, ja, dementsprechend bekommen wir die doppelte Menge, da beschwert man sich doch nicht. Also, wenn ihr Gems haben wollt, wartet noch ein bisschen. Das Angebot sollte auch auf jeden Fall in den nächsten Tagen rauskommen. Wenn es nicht sogar schon draußen ist, ich schaue mal ganz kurz auf meinem Handy nach, weil manchmal bin ich ein bisschen hinterher, was die Angebote angeht. Also auf dem Handy, Stand Freitag, ist nichts draußen. So viel dazu. Gucken wir weiter, denn wir bekommen einfach mal, und da haben wir was Neues am Start, diesen Golden Gloves Skin, also den goldenen Boxer Skin mit 2000 Juwelen und einem verwundenen Emoji. Den finde ich richtig cool. 60% Rabatt. Boah, in welcher Preiskategorie das fallen könnte, das spekuliere ich gleich. Denn wir haben noch ein weiteres Angebot am Start. Das sind, ja, für 1 Euro 35 Sammeltoken, 180 Gems. So ein Restepaket. Finde ich ganz cool. Ich kaufe die Sachen jetzt mal ganz schnell. So, autorisieren. Zack. Einmal hier gekauft. Wir sehen 35. Hä? Was? Okay, irgendwas buggt da herum. Ich habe 2x Stumble-Token bekommen. Buggt das hier bei diesem 10.000 Gems-Paket auch rum? Nö, da. Ah, 10.000 Gems. Ich meinte 3.125 Gems für 10 Euro. So, scheint zu funktionieren. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist dieser Golden Glows. Doch, er geht auch. Lol, er geht auch. Let's go, Leute. Der funktioniert auch. Wir sehen einfach, wir haben jetzt hier diesen legendären Golden Gloves Skin am Start. Ja, wie viel der kosten wird, das kann ich nicht sagen, weil das hier noch nicht steht. Aber ich schätze einfach mal, um die 14 Euro wahrscheinlich, schätze ich jetzt einfach mal herum. Zumindest stand da ja zweifacher Wert, deswegen würde es mich nicht wundern. Aber das Allerentscheidendste, was ich euch jetzt zeige, ist dieses neue Glücksrad, Leute. Amethystrad. Ja, Leute, es kommt wieder zurück. Wir werden wieder die Möglichkeit haben, den Amethyst Nyx Skin zu ziehen. Und das heißt, es haben sich sehr, sehr viele gewünscht, dass wieder dieser Spezialskin am Start sein wird. Mit 5% Wahrscheinlichkeit. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich denke mal, das Amethyst Nyx Rad könnte rauskommen, wenn das unheimliche Gruselrad ausläuft. Das ist, glaube ich, okay, hier auf dem Testserver ist es schon nicht mehr drin. Aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder vielleicht ein bisschen später, weil direkt hinterher wäre auch komisch. Aber jedenfalls sehen wir hier, das sind die ganzen Sachen, die wir hier ziehen können. Wir können auch beispielsweise den normalen Nyx-Skin ziehen. 5% Wahrscheinlichkeit. Ich drehe jetzt hier einfach mal ganz kurz am Glücksrad nebenbei. Und wir gucken mal nach, ob wir vielleicht in 10 Spins diesen Glücksrad bekommen können. Ja, und all die Sachen, die ich euch, wie gesagt, hier auf diesem Test-Server-Account zeige, die kommen auch zu 98% ins Spiel rein. Manchmal ein bisschen verzögert, also manchmal dauert das ein paar Tage, manchmal ein paar Wochen, manchmal sind die Sachen schon draußen, wenn ich die Videos hier aufnehme, weil ich die meistens einen Tag davor aufnehme. Deswegen, wenn das Ganze schon draußen sein sollte, dann dürft ihr mich dafür auf jeden Fall nicht haten. Aber wenn wir uns jetzt hier mal so die Statistik anschauen, ob wir einen Spezialskin ziehen, also um genau zu sein, den Amethyst Nyx Skin, dann sieht es aktuell echt nicht gut aus. Also wir sehen hier leider kein Amethyst Nyx Skin am Start. Das Einzige, was wir hier am Start haben, ist dieser Pinguin Skin, den ich mir jetzt hier nicht so wünsche. Aber vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Also vielleicht, ich glaube, das sollten noch 2, 3 Spins sein. Deshalb müsste jetzt langsam was kommen. Aber gut, wie gesagt, okay, in dem Fall war es nichts. Ihr müsst einfach selbst ausprobieren, wenn das Glücksrad draußen ist. Also macht euch auf dieses Glücksrad gefasst.
Ja, Leute, lasst auf jeden Fall einen fetten Like da, lasst ein Abo da für weitere coole Videos. Bis dann. Ciao.